Ein Statement mit Tragweite. Die Chefin schmeißt hin. Dana Gut verlässt die Fraktion und mit ihr gehen zwei weitere Abgeordnete. Das liegt an Vorkommnissen, ganz speziell auch im Mitarbeiterbereich, auch im Abgeordnetenbereich. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber hier hat ein Geist plötzlich die Macht ergriffen, den wir nicht mehr mittragen. Die drastische Konsequenz? Weil die Fraktion nun die in der Geschäftsordnung vorgeschriebene Mindestgröße unterschreitet, muss sie sich ganz auflösen. Wie konnte das passieren? Braunschweig vor 10 Tagen. Ein kurzer Moment nur, aber er markiert den Beginn des politischen Erdbebens in der Niedersachsen-AfD. Jens Kästner wird zum Vorsitzenden der Landespartei gewählt. Land auf, Land ab ist von einem Rechtsruck die Rede. Dem widerspricht Jens Kästner im Interview, geführt am vergangenen Samstag. Das ist natürlich dummes Zeug. Wir sind eine konservative, bürgerlich-patriotische Partei. Das waren wir und das bleiben wir. Und das auch nach dieser Wahl jetzt mit meiner Person. Doch Kästner gilt als Anhänger des mittlerweile aufgelösten völkisch-nationalistischen Flügels, der vom Verfassungsschutz als eindeutig rechtsextrem bezeichnet wird. Seine Nähe zum vordersten Flügelmann Björn Höcke stellt Kästner deutlich zur Schau. Als Kästner in sichtlicher Feierlaune seine Mannschaft für die Vorstandswahl präsentiert, ist Höcke hier links zu Gast. Da kann kein Zweifel bestehen, dass die AfD in Niedersachsen sich mit dem neuen Vorsitzenden Jens Kästner und ja in weiten Teilen auch dem Vorstand eindeutig signalisiert, die AfD geht nach rechts außen. Ich kann mich nur wiederholen, der Kurs ist eindeutig und wird Folgen haben in der politischen Betrachtung. Jagen wir auch hier in Niedersachsen die Altparteien, jagen wir Pistorius, jagen wir Althusmann, jagen wir sie, wie wir es im Bundestag machen. Seien wir uns einig, gehen wir nach vorne, haken wir uns unter, dann kann uns niemand schlagen, liebe Freunde. Mit diesen Worten holt Kästner die Mehrheit, wenn auch eine knappe. Die bisherige Vorsitzende Dana Gut, nach nur 2 Jahren abgewählt. Pikant, Kästner teilt sich im Bundestag das Büro mit dem früheren Landeschef Armin Paul Hampel, seit jeher einer von Guts größten Widersachern. Bis heute ist keine Ruhe in die Partei gekommen, so auch der Befund des Göttinger Politologen Florian Finkbeiner. Der Grabenkampf der AfD ist weitergetragen worden, ist nicht beendet worden. Die Machtkämpfe haben sich eher noch verschärft. Dana Gut ist es nicht gelungen, die Partei zu einen, hat keine organisatorischen Strukturen nennenswert aufbauen können, um im Prinzip da auch eine größere Stabilität innerhalb der Partei für sich oder hinter sich zu vereinen. Und nun hat Dana Gut ihre Konsequenzen gezogen und mit 2 anderen Abgeordneten die Fraktionsarbeit zerstört. In einer Stellungnahme reagieren die 6 übrig gebliebenen entsetzt. Enttäuscht und fassungslos nehmen wir ihren Austritt und damit höchstwahrscheinlich das Ende der Fraktion zur Kenntnis. Wir halten den Austritt der 3 für unverständlich und verantwortungslos, nicht zuletzt gegenüber den Mitarbeitern der Fraktion, die nun arbeitslos werden. Auch der Landesvorsitzende Kästner wurde heute von der Nachricht überrascht, gab zunächst keinen Kommentar ab. Der Machtkampf in der AfD Niedersachsen hat eine neue Dimension erreicht. Und ins Studio ist jetzt mein Kollege Carsten Wagner gekommen. Er beobachtet die AfD seit vielen Jahren. Carsten, wie sehr hat dich das Ganze heute überrascht? Dass es so drastisch kommt, ist schon ein wenig überraschend. Als Drohkulisse hatte sich sowas angedeutet, aber es wurde immer vehement widersprochen, dass es eventuell wirklich zu diesem drastischen Bruch der Fraktion kommen könnte. Gleichwohl war klar, es könnte für Dana Gut eventuell so einfach nicht weitergehen an der Fraktionsspitze. Heute hatte es eine Aussprache gegeben, wo man sich verständigen wollte, wie die Zukunft jetzt weitergeht in der Fraktion. Ja, und das Ende ist bekannt. Dana Gut und 2 Abgeordnete haben die Fraktion verlassen und damit die Arbeit gesprengt. Bei der AfD muss man ja sehr genau gucken, was hinter den Dingen steckt, beziehungsweise hinter den Dingen, die gesagt werden. Was steckt denn hinter diesem Bruch? Auf den ersten Blick könnte man denken, dass es ein ideologischer, inhaltlicher Kampf ist, der da ausgefochten wird. Das muss aber gar nicht sein. Es kann auch sein, dass es sich hier einfach um einen Machtkampf handelt, der durchaus auch persönliche Hintergründe hat. Diese ideologische Linie, die wir jetzt sehen mit völkisch-nationalistisch und gemäßigt sachpolitisch, die gab es im Vorstand eigentlich so deutlich nie. Und insofern liegt auch der Gedanke nahe, dass Dana Gut sich hier ein Stück weit auch rächen wollte für ihre Abwahl und jetzt ein Machtmittel benutzt hat, um eventuell auch eine Neugründung der Fraktion zu erzwingen, denn sie hat heute gesagt, sie hat 4 Abgeordneten das Angebot gemacht, eine neue Fraktion zu gründen und 2 Abgeordnete, die ihr unliebsam offenbar geworden sind, außen vor zu lassen. Ob das gelingt, wir haben die Reaktion der Abgeordneten gehört, das ist sehr unwahrscheinlich. Wie soll das Ganze denn jetzt weitergehen? Einerseits ein Höcke-nah neuer Parteivorsitzender, andererseits diese Fraktion, die sich gerade selbst pulverisiert. Wie geht das weiter?
Ja, wir sehen da ja eigentlich die Eskalation einer Entwicklung, die wir in der Landes-AfD schon seit Jahren beobachten. Wir haben es ja auch im Beitrag gehört, die Partei ist nie richtig zur Ruhe gekommen und jetzt müssen wir abwarten, wie auch die Partei in den nächsten Tagen reagiert. Hier ist richtig Porzellan zerschlagen worden. Die Frage, wie geht's weiter mit neuen fraktionslosen Abgeordneten im Landtag in den nächsten 2 Jahren, die wird man sich erstellen. Der Schaden ist da, was daraus jetzt wächst, ist Sache der Partei. Und du wirst das Ganze weiter für uns beobachten. Vielen Dank, Carsten Wagner. Der bundesweite Richtungskampf innerhalb der AfD zwischen gemäßigteren und den radikaleren rechten Kräften in der Partei hat nun auch Niedersachsen erreicht. Heute sind die AfD-Fraktionschefin im Landtag sowie 2 weitere Abgeordnete aus der Fraktion ausgetreten. Sie zählen zu der gemäßigteren Seite. Damit verliert die Partei ihren Fraktionsstatus im Landtag. Hintergrund sind Auseinandersetzungen mit dem neuen Landesvorsitzenden Jens Kästner, der dem umstrittenen Björn Höcke nahesteht und damit dem formal aufgelösten völkischen Flügel der AfD. Das liegt an Vorkommnissen, ganz speziell auch im Mitarbeiterbereich, auch im Abgeordnetenbereich. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber hier hat ein Geist plötzlich die Macht ergriffen, den wir nicht mehr mittragen. Fragen wir nach bei unserem Reporter Carsten Wagner in Hannover. Carsten, ist das eine Kapitulation der gemäßigteren Kräfte oder steckt etwas anderes dahinter? Naja, eine Kapitulation hätte auch so aussehen können, dass Dana Gut schlicht den Fraktionsvorsitz aufgibt, weil sie sieht, es geht hier mit mir nicht mehr weiter und den Weg freimacht für Neuwahlen. Das hat sie bewusst nicht gemacht. Sie hat eine politische Bombe gezündet, hat mit 2 Abgeordneten die Fraktion verlassen, hat die Fraktion damit praktisch zerstört und bietet nun gleichzeitig an, die Fraktion auch gleich wieder neu zu gründen, aber unter der Bedingung, dass 2 Abgeordnete, mit denen sie offenbar sehr über Kreuz lag, dieser Fraktion nicht mehr angehören werden. Also kann man auch denken, es könnte sich um ein Manöver zum Machterhalt handeln. Wie stehen die Chancen, dass die Strategie aufgeht? Naja, die Strategie ist zumindest sehr gewagt, sehr unorthodox allemal. Man muss sehen, der politische Schaden ist sehr groß, der da angerichtet worden ist. Die, ich möchte sagen, zurückgelassenen Abgeordneten haben heute ihr Unverständnis geäußert, auch vor dem Hintergrund, dass ja jetzt Mitarbeiter der Fraktion ihren Job verlieren werden. Und wie das in der Partei ankommt, das muss man jetzt abwarten. Viele in der Partei in Niedersachsen sehen sich eigentlich nach Einheit. Das ist jetzt das Gegenteil davon. Insofern kann man sagen, auch in Niedersachsen kommt die AfD nicht zur Ruhe. Und insofern ist das, wenn es denn so sein sollte, eine sehr gewagte Strategie. Einordnungen von Carsten Wagner. Vielen Dank, Carsten.